Es ist schon bezeichnend, dass offensichtlich die Arbeitgeberverbände und der Wirtschaftsflügel der CDU mit der schwarzen Ampel weniger Probleme gehabt hätte, wie mit der zu erwartenden großen Koalition. Jetzt warnen Sie alle vor zu viel Sozialpolitik einer eventuellen großen Koalition und von zu vielen Zumutungen, in Anführungszeichen, für die Wirtschaft. Dabei ist doch genau das Gegenteil zu erwarten. Eine erneute große Koalition wird die wichtigsten Zukunftsfragen, vor denen wir stehen, die Frage der Altersarmut, die Frage der prekären Arbeit, die Frage eines Mangels der Investitionen in Bildung, Erziehung und Gesundheit und den Pflegenotstand nicht wirklich angehen. Frau Glöckner hat jetzt sich sofort auf die Seite der Arbeitgeber gestellt, der Arbeitgeberverbände gestellt, zur Frage der Bürgerversicherung, die die SPD fordert, und hat der Bürgerversicherung eine klare Absage erteilt mit der Bemerkung, das wäre Kassensozialismus. Muss man sich mal vorstellen. In Wirklichkeit geht es der CDU um Kassenlobbyismus. Sie sind nämlich eine Lobby für die private Krankenversicherung und wollen die Zweiklassenmedizin zulasten der Mehrheit der Versicherten aufrechterhalten. Ich kann der SPD nur raten, dass sie bei ihren Forderungen nach Bürgerversicherung, bei der Solidarrente, beim Familiennachzug, bei Investitionen in Bildung und Pflege, um beim Recht von Teilzeit auf Vollzeit zurückzukehren, konsequent bleibt und nicht wieder sich für Formelkompromisse hergibt oder sich mit Formelkompromissen abspeisen lässt. Die Konzepte der SPD sind sowieso nicht sehr weitgehend. Sie haben nicht mal richtig auf dem Plan eine deutliche Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes. Scholz hat sich geäußert, er ist eigentlich auch für die 12 Euro, die Linke schon lange fordert. Das wäre längst überfällig, höre ich nichts von der SPD. Sie haben kein wirkliches Programm gegen prekäre Arbeit, gegen Leiharbeit, gegen Tarifflucht durch Werkverträge, gegen unfreiwillige Teilzeitarbeit und für die Erhöhung der Tarifbindung. Man muss sich vorstellen, nur noch die Hälfte der Beschäftigten fällt unter Tarifverträge. Sie haben das Problem Steuergerechtigkeit erst gar nicht richtig eingebracht in die politische Agenda. Und Ihre Solidarrente bedeutet nicht wirklich armutsfeste Rente, es bedeutet nur einen Fortschritt. Sie haben kein klares Programm für bezahlbaren Wohnraum, für auskömmliche Mieten. Und ich höre auch nichts Offensives zu mehr Stellen in der Pflege. Dabei haben doch alle Parteien, selbst die CDU, versprochen, nach der Wahl was für die Pflege zu tun und die Pflegekräfte deutlich aufzuwerten, mehr Stellen zu schaffen und für eine bessere Bezahlung zu sorgen. Wir werden sehr darauf achten, ob diese Versprechungen überhaupt in den nächsten Monaten noch eine Rolle spielen. Es ist eben sehr schwer, sich vorzustellen, dass Frau Merkel für einen wirklichen sozialen Aufbruch zur Verfügung steht. Mir fehlt ehrlich gesagt dazu die Fantasie. Aber wenn die SPD nicht unter 20% kommen will, dann muss sie schon ihre Programmpunkte ernst nehmen. Erneuerung in einer großen Koalition wird für sie ohnehin nicht möglich sein. Heute Morgen haben Beschäftigte von Siemens vor dem Wirtschaftsministerium demonstriert. Wir stehen voll an der Seite der Siemens-Beschäftigten, unterstützen ihre Forderungen gegen Massenentlassungen und gegen die Schließung von Standorten. Das Gespräch bei Frau Zypris hat offensichtlich zu keinem Ergebnis geführt. Das versteckt sich zumindest hinter den Worten, die wir hören. Wenn die Siemens-Vertreterin sagt, uns ist klar, dass die Maßnahmen schmerzhaft sind, dann ist das purer Zynismus. Wenn ein Konzern, der über 6 Milliarden Euro verdient, die Existenz von Tausenden von Beschäftigten und ihren Familien aufs Spiel setzt, dann ist das nicht schmerzhaft, sondern dann ist das unverschämt und bedeutet nichts anderes, als dass hier zahlreiche Existenzen vernichtet werden. Ich selber habe ja eine Anfrage gemacht, wie viel
öffentliche Zuschüsse, Subventionen und andere Mittel, denn der Siemens-Konzern in den letzten 20 Jahren bekommen hat. Er hat von der öffentlichen Hand mindestens 1,5 Milliarden Euro bekommen. Ich finde, hier hat die Politik den vollen Auftrag und die volle Berechtigung einzugreifen. Und zu sagen, ein Konzern, der so viel Mittel von der öffentlichen Hand, also Steuergelder bekommt, darf keine Massenentlassungen vornehmen und darf keine Standortschließungen vornehmen. Wir sind ohnehin der Meinung, dass das Konzerne nicht dürfen, die Gewinne machen. Aber hier reden wir sogar über gigantische Gewinne und über ein Vorgehen, das Symbolcharakter hat, weil gleichzeitig auch ostdeutsche Industrie Politik kaputt gemacht wird und die Deindustrialisierung im Osten vorangetrieben wird. Ich hoffe, dass die Gewerkschaften sehr ernsthaft und entschlossen für den Erhalt der Standorte kämpfen und gegen Massenentlassungen. Uns wissen sie ganz sicher an ihrer Seite. Heute hat die Europäische Union die Verteidigungsunion beschlossen. Die EU-Staaten haben heute beim Außenministertreffen erstmals eine ständige militärische Zusammenarbeit beschlossen. Es beteiligen sich Deutschland und 24 weitere EU-Länder. Ich finde, das ist wirklich ein Armutszeugnis für die Europäische Union und eine perfekte Vorlage für die Gegner eines geeinten Europas. Die EU, die weder in der Lage ist, eine gemeinsame Sozialpolitik noch einen humanitären Umgang mit den Flüchtlingen durchzusetzen oder gegen massive Fehlentwicklungen der demokratischen Rechte vorzugehen oder für Steuergrenzen einzustehen, stellt sich in Rekordzeit auf ein gemeinsames militärischen Vorgehens auf. Da geht es offensichtlich ganz schnell, dass man sich einigt, im Gegensatz zur Sozialpolitik oder zu wichtigen wirtschaftspolitischen Fragen. Wir brauchen aber ein Europa der sozialen Gerechtigkeit, ein Europa der Beschäftigten und nicht militärische Interventionspolitik. Um was anderes kann es sich ja nicht handeln. Abrüstung ist die Aufgabe der Stunde und nicht Aufrüstung und nicht die Militarisierung der Europäischen Union. Und dann passt es natürlich ins Bild, wenn wir heute lesen, dass das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI festgestellt hat, dass weltweit wieder mehr Waffen und Militärgeräte verkauft worden sind. Der Umsatz der 100 größten Rüstungsunternehmen stieg auf rund 318 Milliarden Euro. Und es verwundert nicht, dass auch deutsche Rüstungsunternehmen dabei sind. So legte der Rüstungskonzern Krauss-Maffei, Wegmann und Rheinmetall oder der weitere Konzern Rheinmetall gewaltig zu. Wir hätten gerne andere Meldungen gehabt zum Jahresende, dass endlich ein Programm aufgelegt wird gegen den Hungertod, dass endlich die Entwicklungshilfe erhöht wird, dass endlich was gegen die Flüchtlingsströme getan wird. Aber nicht, dass praktisch das Einzige, was steigt, die Waffenexporte sind. Was diese Waffenexporte bewirken, sehen wir gerade im Nahen Osten, wo erneut praktisch ein Pulverfass am Zünden ist. Und natürlich sieht man dort, dass jede verantwortungsbewusste Bundesregierung vollkommen Waffenexporte in ein solches Krisengebiet untersagen müsste. Dass jetzt Trump mit seiner Position, Jerusalem zur Hauptstadt von Israel machen zu wollen, auch erneut gezündelt hat, ist völlig verantwortungslos. Man kann nur hoffen, dass sowohl die Bundesregierung wie die Europäische Union standhaft bleiben und Forderungen, Trump zu folgen, nicht nachkommen. Es wäre der größte Fehler, den man in der internationalen Politik machen kann. Wir bleiben bei unserer Position und sind grundsätzlich gegen Waffenexporte, aber Waffenexporte in Krisengebiete müssen sofort gestoppt werden.